Wir zeigen hier zwei Geräte zur Wasseraufbereitung. Die Brötchen als Problemlöser für den Handwerker entwickelt hat. Bisher war es so üblich, dass der Hersteller nur Grenzwerte vorgibt, an die sich der Handwerker halten muss. Aber die Lösung hat eigentlich gefehlt, mit der er diese Anforderungen umsetzen kann. Und so bietet Brötchen jetzt mit diesen beiden Geräten die Lösung, die sich selbst einstellt, die vollautomatisch funktioniert. Man sieht hier im unteren Gerät ein Heizwasseraufbereitungsmodul. Hier ist im vorderen Teil, der blau eingefärbt ist, die Enthärtung. Hier sieht man die Steuerung und dann zusätzlich ein Inhibitor, der nach einer Teilenthärtung dafür sorgt, dass der pH-Wert stabil bleibt und auch ein Korrosionsschutz für die Anlage gegeben ist. Der obere Teil ist ein Filtrationsmodul, da wird im Bypass das Wasser über diesen Filter geführt und so werden Schwebteilchen aus diesem Wasser herausgefiltert und das Ganze wird auch elektronisch überwacht. Hier gibt auch dieses Regelungsmodul einen Hinweis, sobald der Filter zugesetzt wäre und gereinigt werden muss, wird automatisch gemeldet. Man sieht an beiden Steuerungen an der Seite hier so eine kleine Antenne. Und die bedeutet, dass dort ein OMTS-Modul integriert ist, also mit einer Mobilfunkkarte werden Daten nach außen ablesbar und auch Fehlermeldungen können gemeldet werden.